Wow. Ach, herrlich hier, Ella, oder? Was schaust du denn so mürrisch? Dir ist doch zu Hause die Decke aufs Horn gefallen und wir wollten doch am Strand ein bisschen Yoga machen. Mag nicht. Selber. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Yoganauten. Ich bin Sarah und meine liebe Freundin Ella hier, die hat irgendwie heute keine Lust. Nee. Komm Ella, das wird super. Und später können wir doch auch ins Wasser hüpfen. Na gut. Sehr schön. Was wir fürs Yoga brauchen, ist eine Strandmatte, wenn ihr eine habt. Wenn ihr keine habt, ist das auch nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Dann auf jeden Fall üben wir barfuß, deswegen Schuhe aus und Socken aus. Und dann könnt ihr noch mal gucken, ob ihr genug Platz um euch herum habt. Und dafür streckt die Arme aus. Und wenn ihr nichts berührt, dann habt ihr genug Platz. Los geht's. Bevor wir gleich ins Wasser gehen, wollen wir uns aber erstmal ein bisschen aufwärmen. Und zwar machen wir das mit Trockenschwimmübungen. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich alle Schwimmstile schwimmen, im Trockenen, die ihr so kennt. Ach so. Und damit fangen wir auch direkt an. Ella, bist du bereit? Bereit geboren. Sehr gut. Dann fangen wir mal an mit lockerem Brustschwimmen. Baywatch. Schön in die Knie gehen dabei. Geht nur beim Trockenschwimmen. Sehr schön. Und dann wechseln wir ins Kraulen. Und da könnt ihr gerne auch ein paar Geräusche zumachen. Sehr schön, Ella. Und die nächste Welle nehmen. Ja, toll. Und ein bisschen schneller. Und wir wechseln direkt in den Schmetterling. Was ist das? Und noch mal ein bisschen schneller. Große Kreise mit den Armen. Und die letzten zwei, eins und stehen bleiben. Oh. Puh, mühsam. Also ich bin auf jeden Fall richtig aufgewärmt jetzt. Voll anstrengend. Bevor wir gleich ins Wasser gehen, würde ich sagen, holen wir uns sicherheitshalber noch mal ein Beiboot. Und das geht so. Wir setzen uns auf den Boden. Dann heben wir unsere Beine nach oben, dass wir die Füße gut sehen können. Und dann mit der Einatmung heben wir auch die Arme nach oben in Richtung von unseren Füßen. Und dann setzen wir hier unser Segel, strecken die Arme nach oben, strecken den Rücken noch mal richtig lang. Da müssen die Bauchmuskeln schon ganz schön arbeiten. Sehr gut, Ella. Danke. Und dann atmen wir hier ein und aus. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr Wind hier produzieren. Dafür atmen wir kräftiger ein und pusten ganz lange aus. Ach, da sind ja auch schon die Boote. Boote. Einatmen. Und aus. Und einatmen, noch ein bisschen halten. Die Bauchmuskeln müssen hier schon arbeiten. Und ausatmen, Wind pusten. Sehr schön. Oh, da ziehen die Schiffe auch schon an uns vorbei. Schneller! Und letztes Mal einatmen. Und ausatmen, Füße wieder nach unten bringen. Und dann können wir hier einmal unsere Knie umarmen und den Kopf sinken lassen. Puh. Ganz schön anstrengend, ein Boot zu sein, oder? Ja. Jetzt sind wir auch bereit zum Schwimmen. Und oh, oh, ich sehe, da kommen schon die Wellen. Also Luft anhalten, Knie ranziehen. Und ausatmen. Oh. Wow, wir sind am Meeresgrund angekommen. Ist es schön hier. Und schau mal die ganzen Fische. Der war schneller als du. Und ich würde sagen, wir schwimmen jetzt hier auch einfach mal ein bisschen rum, genau wie die Fische. Und dafür legen wir uns auf unseren Bauch, strecken die Beine nach hinten aus, wie große Flossen. Und dann machen wir noch eine Rückenflosse. Und dafür greifen wir unsere Hände hinter dem Rücken in eine Faust, schieben die Faust nach hinten. Und mit der Einatmung heben wir dann unsere Füße nach oben, die Beine und die Faust. Und mit der Ausatmung paddeln wir mit den Füßen. Du gibst aber ganz schön Gas, Ella. Ja. Ihr müsst auch gar nicht so schnell hier paddeln. Mit der Einatmung heben wir uns noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, geht's nicht.
und ausatmen, nochmal paddeln. Habt ihr das Seehörnchen gesehen? Ja. Und dann gleiten wir mal ein bisschen durchs Wasser, strecken die Füße, heben uns ein bisschen mehr nach oben. Und dann paddeln wir nochmal. Dann atmen wir wieder tief ein. Heben uns nochmal mit dem Oberkörper und ausatmen. Paddeln wieder mit den Füßen. Einatmen, heben uns nochmal. Und mit der Ausatmung paddeln wir mit den Füßen. Nochmal einatmen. Und mit der Ausatmung ablegen. Sehr gut. Entschuldigung, Kugelfisch. Einfach davon gepupst. Das bringt mich auf eine Idee. Und zwar, wir könnten ja auch mal ein Kugelfisch sein. Das wäre dann allerdings die schwerste Übung für heute. Dafür brauchen wir ganz schön viel Kraft und Konzentration. Ella, bist du dafür noch zu haben? Ja, wenn es sein muss. Sehr gut. Dann legen wir uns jetzt noch mal auf den Bauch ab. Und dann strecken wir die Arme nach hinten. Winkeln unsere Knie an. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir mit dem Oberkörper so weit nach oben, dass wir unsere Fußgelenke greifen können. Dann bringen wir die großen Zehen zueinander. Und die bleiben auch zusammen. Ja, das sagst du so leicht. Und dann mit der Einatmung schieben wir unsere Füße in die Hände. Dadurch richten wir uns auf und werden ganz rund. Genau wie der Kugelfisch. Und wir atmen hier ein. Nee, doch nicht. Blähen uns richtig auf und ausatmen. Einatmen, nochmal ganz rund werden. Und ausatmen. Schaffst du es noch, Ella? Weiß ich nicht. Ach, komm, einmal noch. Richtig aufblähen. Und ausatmen, absetzen. Von hier aus zum Sitzen kommen. Oh, Ella, jetzt siehst du aber eher aus wie ein Plattfisch. Mega Plattfisch. Nicht nur Fische können ja durchs Wasser schwimmen, sondern auch Schiffe. Ach so. Und die heißen dann? U-Boote. Richtig, U-Boot. Mhm. Und als U-Boot schwimmen wir jetzt auch durchs Wasser. Dafür kommen wir auf unsere Knie, die Füße zusammen. Mhm. Und dann können wir uns hier erstmal ganz gemütlich mit dem Po auf den Fersen absetzen. Legen dann noch gemütlicher die Stirn auf die Matte nach unten. Bringen dann, wie wir das eben schon gemacht haben, unsere Hände in einer Faust hinter dem Rücken zusammen. Ja. Schieben dann die Faust weg, bringen sie nach oben. Und das ist dann unser Ausguck, unser Periskop. Was? Und dann können wir hier die Augen gerne zumachen. Ach so. Und nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Und dann spüren, wie unser Herzschlag hier langsamer wird. Wie wir wieder ruhiger werden nach der anstrengenden Kugelfischübung. Noch zweimal hier tief einatmen. Zweimal. Ausatmen. Die Arme nochmal gestreckt lassen. Einatmen. Und ausatmen. Dann die Arme beugen, die Hände nach unten bringen. Richten uns hier langsam wieder auf. Kommen zum Sitzen. Schön. Und dann ist es jetzt auch Zeit, wieder aufzutauchen, oder Ella? Blubber. So, jetzt sind wir wieder oben. Und das war auch ein richtig schönes Abenteuer, oder Ella? Ja, war mega. Und deine Laune ist auch viel besser. Ja. Schön. Und jetzt wird es ja auch langsam schon ein bisschen dunkel. Wir werden jetzt noch ein bisschen ruhiger und wiegen uns jetzt hier wie das Seegras noch mal ein bisschen im Abendwind. Die Fische gehen auch schon schlafen. Ab in die Falle. Und die Muscheln machen ihre Deckel zu. Klappe zu. Und dafür kommen wir jetzt wieder zum Sitzen auf die Matte. Bringen die Fußsohlen aneinander. Und dann, wie die Muscheln ihre Deckel schließen, senken wir uns jetzt hier mit dem Oberkörper nach vorne. Die Handflächen zeigen nach oben und der Kopf fällt schwer nach unten in Richtung Füße. Ist dunkel. Und jetzt könnt ihr hier eure Augen schließen. Oh Gott, guck mal.
und dem Abenteuer noch mal ein bisschen nachspüren. Und die Atmung fließt jetzt hier wieder ganz natürlich. Und der Kopf ist so schwer. Und dann mit der nächsten Einatmung richten wir uns wieder nach oben auf zum Sitzen. Und dann lauscht hier mal. Könnt ihr es hören? Ja, kann was hören. Wie der Wind uns ein Lied singt? Und von hier ganz leise und langsam legen wir uns jetzt noch mal auf der Matte ab, strecken die Füße aus, legen die Arme entspannt neben den Körper. Und dann schließen wir hier die Augen und lassen den ganzen Körper ganz schwer nach unten sinken in die Matte. Unser Herz schlägt von alleine. Atmung kommt von alleine. Und das ist alles gut. Und wenn ihr soweit seid, nehmt euer rechtes Knie zu euch ran, nehmt die Hände ans Knie und dann kommt wieder nach oben zum Sitzen. Und dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr mit uns dieses Abenteuer bestritten habt heute, oder Ella? Ja, danke. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mitmacht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wow.